Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Einer Frau dabei zuzusehen, wie sie dir einen runterholt, ist wie Paralympics schauen. Du beneidest sie dafür, aber du weißt, du kannst es besser. Smartphones schaffen das, woran Generationen an Frauen seit Jahrzehnten verzweifeln. Dass sich Männer beim Pinkeln hinsetzen. Laut Werbung von Pampers soll ich die meistbenutzte Windel kaufen. Ich bin doch nicht blöd. Ich kaufe lieber neue und unbenutzte. Ja. Werbung für schwarz-weiße Kondome. Sicher im Verkehr mit Zebrastreifen. Ich habe das Gefühl, ich sollte mal sauber machen. Also werde ich mich jetzt hinlegen, ein Nickerchen machen, bis das Gefühl vorüber ist. Ich habe gerade einen Typen mit einer Couch im Treppenhaus gesehen. Sicherlich ein Psychiater, der Hausbesuche macht. Ich habe mir im Laden eine 300 Gramm Tafel Schokolade geholt und als ich zu Hause gewogen habe, da waren nur 100 Gramm drin. Und offen war sie auch noch. Ich habe gerade gesehen, dass es Kartoffelchips auch in 50 Gramm Packungen gibt. Was soll denn bitte der Scheiß? Als ich klein war, da gab es noch kein Internet. Da mussten die Leute viele Kilometer laufen. Ich muss so krass an das Axel. Wieso hast du nicht Axel Voss dahinter gemacht? Als ich klein war, da gab es noch kein Internet. Da mussten die Leute viele Kilometer laufen, um mich Hurensohn zu nennen. Kann mir jemand ein Menü von McFit empfehlen? Die haben draußen keine Speisekarte und auch kein Drive-In. Möchte da nicht einfach wie ein Depp vor der Kasse stehen? Ich habe mir gestern in so einem Öko-Online-Shop das Buch Leben ohne Plastik bestellt. Heute wurde es geliefert. In Folie eingeschweißt. Dauert am Rummaulen, dass er raus will, aber wenn ich ihm die Tür öffne, dann bleibt er doch wieder drin. Mein Kater ist Großbritannien. Scheißkarre. Ab dem dritten Fahrradfahrer gibt der Scheibenwischer langsam auf. Ein Tempolimit von 130 km/h ist doch vollkommen okay. Nur vor außerorts müsste man da noch eine Lösung finden. Ich kann mittlerweile nicht mehr verstehen, warum ich als Kind keinen Mittagsschlaf machen wollte. Ist so. Das stimmt wirklich, das ist echt so. Das ist dieses Älterwerden, von dem alle immer sprechen. Ja, wirklich. Mein Beitrag zum Arbeitsrecht. Auch ein Traumjob berechtigt dich nicht zum Schlafen bei der Arbeit. Von wegen Lachgummi. Ich bin jedes Mal traurig, wenn die Tüte alle ist. Altes Sprichwort, du sollst den Koch nicht vor dem Stuhlgang loben. Selbst wenn ich Diabetes hätte, ich würde trotzdem noch Schokolade essen und dann einfach eines Tages glücklich sterben. Alle 11 Minuten kassiert Schalke ein Gegentor. Like und abonnier, YouTuber. Like und abonnier, YouTuber.